Puh, Leute, in diesem Video passiert richtig viel. Wir haben 11 komplett gefälschte Smartphones gekauft. Und zwar nicht nur bei den üblichen Verdächtigen Wish und AliExpress, sondern auch bei Amazon und eBay. Diese wirklich teilweise völlig absurden Dinger sind aber nicht mal das Interessanteste, sondern richtig durchgedreht wird es, als wir versucht haben, die Teile zu reklamieren und als wir die Plattform mit der Betrugsmasche konfrontiert haben. Was? Wir? Fälschung? Nee, auf keinen Fall. Achso, und Explosionen gibt's auch, also bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von Ferchau. Wollt ihr an großen Projekten bei bekannten IT-Unternehmen und den Global Playern der Tech-Branche mitarbeiten? Dann startet eure IT-Karriere bei Ferchau. Egal, welche Programmiersprache ihr beherrscht, ob ihr euch eher mit Hardware oder Software auskennt, ob ihr im Bereich Entwicklung, Analyse oder Projektmanagement arbeiten wollt, bei Ferchau findet ihr vielfältige agile Projekte auf der ganzen Welt. Bewerben könnt ihr euch auf ferchau.com/go/karriere-IT. Werbung Ende. Ihr denkt jetzt vielleicht, och nee, jetzt nicht schon wieder ein Video über bescheuerte Fake-Phones von Wish. Kennt man noch alles. Stimmt nicht, ich verspreche euch, dass wir wirklich ziemlich skandalöse Dinge rausgefunden haben, die ihr bestimmt noch nicht wusstet. Wir haben zu viert mehrere Wochen lang recherchiert zu dem Thema. Alles fing mit einem Video hier auf dem Channel an. Da habe ich mir einfach aus Neugier bei Wish so ein Fake-Smartphone bestellt und ich dachte, ach, irgendwie kann man das ja bestimmt mal benutzen, das Ding. Und ich war einfach neugierig, was da so drin steckt. Aber was das dann letztendlich für ein Wespennest war, in das wir da reingesprochen haben, das hat mich dann doch überrascht. Und ich hatte ja in dem Video versprochen, dass wir noch mehr dazu forschen zu dem Thema und das haben wir getan und das gibt's jetzt hier in diesem Video. Insgesamt 11 Smartphones haben wir bestellt, die uns von vornherein seltsam vorkamen und zwar bei Amazon, AliExpress, eBay und Wish. Tja, und Überraschung, alle 11 waren fake. Das Prinzip ist überall das gleiche. Im Angebot wird immer absolutes High-End angepriesen, also 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB Flash-Speicher, 10 Kernprozessor, 50 Millionen Rubik's Cube Kameras. Nichts davon ist wahr. Und was man dann geliefert bekommt, sieht dann so aus. Wie muss man sich eigentlich den Entstehungsprozess von solchen Geräten vorstellen? Ey, lass mal so ein richtiges Premium-Fake-Phone machen, so mit Marke und so. Ja, ey, da, ja, geil. Ja, das ist eine geile Idee. Was heißt Marke nochmal auf Englisch? Auch ganz toll fand ich die Anleitungen, die da dabei lagen bei den Fake-Phones. Hier wird zum Beispiel meisterhaft in wenigen Worten das komplexe Android-System erklärt. E-Mail senden, E-Mail öffnen. Ja, okay, das ist einfach. Oder hier wird das Spiel Sokoban erklärt, was auf dem Smartphone überhaupt gar nicht installiert war. Hä? Und guck mal, wie nett. Es gibt sogar ein Geschenk im Smartphone-Karton. Eine 256 GB MicroSD-Karte. Und jetzt ratet mal, ob da wirklich 256 GB nutzbar sind. Natürlich nicht. Also wenn man schon Fake-Phones verkauft, muss man dem Prinzip ja auch treu bleiben. In Wirklichkeit ist das eine billigste 8 GB MicroSD-Karte. Und alle nutzen auch so gleich aussehende, auffällig leichte USB-Netzteile. Ja, und das passiert, wenn man einen sogenannten Burst-Surge-Test damit macht. Also wenn man 1 kV Spannungsspitzen simuliert. Das müssen laut Gesetz alle Geräte überstehen, die hierzulande in den Verkauf kommen. Ach komm, weil es so schön ist, nochmal langsam hier das Ganze. Aber die Smartphones sehen nicht nur von außen problematisch aus, sondern vor allem von innen. Schaut man allerdings in die Systemeinstellungen der Smartphones, stimmt komischerweise alles. Also alles, wie das im Angebot versprochen wurde. Sogar Analyse-Tools wie AIDA64 zeigen die versprochenen Leistungsdaten an. I don't believe you. Hä, aber wieso sind die Teile dann so ultra langsam? Zum Beispiel bei dem hier, da ist sogar die fucking PIN-Eingabe schnarchlahm. Der Grund dafür ist, weil da in Wahrheit antike Technik drin steckt. Also ernsthaft antik, so 10 Jahre alt. Also zum Beispiel 512 MB RAM, lahme Dual-Core-Prozessoren und nur 8 GB Flash-Speicher. Es wird einfach nur falsch angezeigt. Dafür treiben die Fälscher richtig technischen Aufwand. Sie erkennen bekannte Analyse-Apps und manipulieren dann die Textausgabe auf dem Bildschirm. Also eigentlich erkennen die Apps die richtigen Daten, aber werden dann von der Systemsoftware ausgetrickst und
ja, und zeigen dann das Falsche an. Ganz genau ist das im verlinkten Artikel von Jörg Wirtgen erklärt. Falls ihr ein Smartphone im Verdacht habt, das falsche Werte ausgibt, ist sein Tipp, installiert mehrere möglichst unbekannte Analyse-Apps und vergleicht die Ergebnisse. Sehr schön sind auch die Benchmarks, die meine Kollegen gemacht haben. Sie haben die Fake-Phones mit den Originalgeräten verglichen, die die Teile nachbilden sollen. Ergebnis, die Fake-Phones sind mehr als 10-mal so langsam wie die Originale. Ein richtiges Gruselkabinett sind die Kameras der Fake-Phones. Tatsächlich finden sich da immer sehr viele Linsen, aber das ist alles Lug und Trug. Nur hinter einem der Objektive steckt tatsächlich ein Bildsensor. Sehr charmant zum Beispiel bei diesem Exemplar mit zwei Frontkameras. Eine ist echt, die andere simuliert einen Lichtreflex per Display-Einblendung. Tja, und so sehen die Fotos aus, die die Teile so machen. Ich sag mal, das kriegt ein Kleinkind mit Wachsmalstiften besser hin. Zum Vergleich hier das gleiche Motiv mit einer ordentlichen Handykamera fotografiert. Einmal kurz zwischendurch muss ich nerven. Ich würde mich total freuen, wenn ihr den Channel hier abonniert und die Glocke klickt. Wir haben auch Sicherheitsanalysen gemacht, ob die Smartphones womöglich spionieren. Das haben sie während unseres Tests nicht getan, aber einige Smartphones nutzen für Systemupdates den Dienstleister AdUps und die zugehörige Systemkomponente ist in der Lage, komplett im Hintergrund Apps oder natürlich auch Malware zu installieren, ohne dass man das mitbekommt. Außerdem hat AdUps schon mal von sich reden gemacht, als sie 2016 massenhaft Nutzerdaten abgeschnorchelt und nach China geschickt haben. AdUps will man also definitiv nicht auf dem Handy haben. Die Fake-Phones kann man in drei Kategorien einteilen. Die maximale Dreistigkeitsstufe sind komplette Kopien, also wenn alles inklusive Verpackung von einem vorhandenen High-End-Telefon kopiert ist, zum Beispiel wie hier bei diesem Samsung Galaxy S20. Die mittlere Dreistigkeitsstufe haben wir, wenn die Fake-Phones an real existierende Phones angelehnt sind, zum Beispiel wenn die Samsung zwar nicht direkt erwähnen, sich aber zum Beispiel S20 nennen und das charakteristische Kameramodul kopieren, also zumindest grob. Und die minimale Dreistigkeitsstufe haben wir, wenn das Fake-Phone einen Fantasienamen trägt und sich optisch nicht an andere Modelle anlehnt, wie hier zum Beispiel das Runzphone für Erwachsene auf Amazon. Drin steckt in Geräten aller drei Kategorien das gleiche, super lahme Schrotttechnik plus gefälschter technischer Datenanzeige. In Internet-Shops finden sich vor allem Geräte der mittleren Dreistigkeitsstufe. Klar, weil bei den Komplettkopien die kopierten Herstellerfirmen sofort mit Anwälten auf der Matte stehen würden. Let's just say, I know a guy who knows a guy. Aber eigentlich auch egal, es handelt sich bei allen drei Kategorien um Betrug. Schließlich werden die Smartphones unter Vorspiegelung falscher Tatsachen verkauft und die Käufer werden mit Hilfe technischer Maßnahmen in die Irre geführt. Trotzdem scheint sich für die Betrugstelefone der mittleren Kategorie niemand so richtig zu interessieren. Die werden nämlich massenweise angeboten. Vor allem auf Wish und AliExpress. Wir haben zweimal mit unterschiedlichen Browsern zu unterschiedlichen Zeitpunkten Stichproben gemacht und einfach Smartphone in die Suche eingegeben. Und dann haben wir uns die ersten 10 Treffer angeschaut. Bei Wish waren beide Male 91 der ersten 100 Treffer offensichtliche Fakes. Bei AliExpress waren es einmal 17 und einmal 64 Fakes. Wenn man den Preis auf unter 100 Euro eingrenzt, dann werden es sogar noch mehr. Bei Amazon und eBay gibt es auch solche Fakes, aber viel weniger. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zufällig auf Fakes stößt, sehr gering. Bei Wish und AliExpress ist die Wahrscheinlichkeit dagegen super hoch und das ist der eigentliche Skandal der Geschichte. Und wenn ihr jetzt sagt, hä, ihr wisst doch vorher gar nicht, ob das Fakes sind. Doch, denn wir haben uns von den Plattformen bestätigen lassen, dass wir Fakes korrekt erkennen können. Wir haben denen nämlich ganz viele Links geschickt mit Angeboten, die für uns nach Fake aussahen und die haben alle gelöscht, also uns bestätigt, dass wir da recht hatten. Dazu aber gleich auch noch mehr. Erkennbar sind die Fakes ohnehin ziemlich leicht, wenn man weiß, worauf man achten muss. Erstmal gibt es oft total unnatürlich aussehende Produktbildfotomontagen, aber noch besserer Indikator sind die Größen von Arbeits- und Flashspeicher. Wenn so ein Smartphone 12 GB RAM und mehr hat und obendrein Flashspeicher von 256 GB oder mehr und weniger kostet als 200 Euro, dann ist das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeiten Fake. Das zurzeit günstigste echte Smartphone mit 12 GB RAM und 256 GB Flash ist das Realme X3 Super Zoom und das kostet mindestens 350 Euro. Auf die Bewertung darf man sich dabei nicht ansatzweise verlassen. Ich mag Handys sehr. Das Aussehen ist sehr schön. Es ist viel besser, als ich dachte.
Das Handy ist sehr glatt zu bedienen und das Wichtigste ist, dass die Speicherparameter genau sind. Es entspricht der Warenbeschreibung. Nochmals vielen Dank für das kostenlose Geschenk des Verkäufers. Also, was meint ihr? Die Bewertungen sind doch garantiert nicht von den Fake-Händlern selbst gemacht, oder? Die sind doch echt. Nee. Ja. So, aber was macht man denn jetzt, wenn man so ein Ding bestellt hat und sein Geld zurückhaben will? Dann würde man ja denken, dass AliExpress und Wish sofort sagen, oh, sorry, Betrug, das tut uns leid, hier, sofort Geld zurück, Händler wird gesperrt. Ja, das ist aber in der Praxis absolut nicht so. Ohne uns als Journalisten auszugeben, haben wir 2 Rückgaben auf Wish und AliExpress versucht. Sowohl AliExpress, das ist eine chinesische Firma, als auch Wish, das ist eine US-amerikanische Firma, verschicken ja nicht selbst, sondern da kann man sich als Händler anmelden und dann sein Zeug verticken. Ja, und wie gesagt, bei AliExpress muss man zuerst den Händler konfrontieren, bevor man sich über den beschweren kann. Und das war ein großer Spaß. Der Händler nämlich erstmal so, oh, wo hast du das denn gesehen, dass das fake ist? Das gibt's doch nicht. Guck doch mal in die Telefoneinstellung, da steht das doch alles drin, dass das alles echt ist. Und als ich dann einen Screenshot von unserem eigenen Analyse-Tool geschickt habe, da wurde er richtig dreist. Er so, was? Das ist ja eine Third-Party-Software, die nicht von Android zertifiziert ist. Solche Apps können dein Telefon kaputt machen. Ja, und so ging das dann weiter, bis ich dann einen offiziellen Streitfall bei AliExpress endlich aufmachen konnte. Das ging übrigens nur mit der AliExpress Smartphone-App, nicht im Desktop-Browser. Aber dass AliExpress so ein bisschen eigen ist und es da sehr interessante Dinge zu kaufen gibt, darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Nach 8 Tagen ist AliExpress dann endlich eingeschritten und hat mir mein Geld zurücküberwiesen. Bei Wish kann man sich direkt an die Plattform wenden, per Chat. Dem Mitarbeiter musste ich Beweisbilder schicken, was ja kein Problem ist. Ich habe ja App-Screenshots, die falschen technischen Daten zeigen. Aber auch hier kein, oh, eine Fälschung, oh, das tut uns leid, hier sofort Geld zurück. Sondern nur Hinhaltetaktik. Nach mehrfachem Nachbohren und vielen Tagen abgewarte, hat er mir dann eine 50% Gutschrift angeboten. Und ich habe dann natürlich gesagt, ey Leute, das ist Betrug. Ich will nicht 50%, ich will mein ganzes Geld zurückhaben. Und dann habe ich das auch tatsächlich bekommen. Aber auch das hat wirklich ziemlich lange gedauert und hat einiges an Nachbohren gefordert. Und auch hier wurde der Shop nicht gesperrt. Ganz zum Schluss habe ich dann die Pressestellen von AliExpress und Wish kontaktiert und hier dann das ganz große Erstaunen. Oh, danke für den Hinweis. Oh, Fakes. Könntest du uns Links schicken, damit unser Team das recherchieren kann? Also das klang so, als hätten sie wirklich noch nie davon gehört, dass es da irgendwie Fakes geben könnte. Bisschen lustig. Ich habe dann 10 Links dahin geschickt und alle Angebote wurden sofort gelöscht und ich bekam ein tolles Statement, in dem es hieß, dass Wish eine Null-Toleranz-Regel gegenüber Fakes habe und man sich ganz doll dafür bedankt, dass ich sie auf die Fake-Angebote aufmerksam gemacht habe. Leute, ihr tut so, als hättet ihr nur diese 10 Dinger da im Angebot, die ich euch geschickt habe. Ihr habt Hunderte und Tausende davon. Bei AliExpress genau das Gleiche. Auch da wurde mir freundlich für die Hinweise gedankt und auch dort hieß es, man sei da ganz heiß hinterher, solche bösen Angebote zu unterbinden und zwar proaktiv. Eine Woche später habe ich nochmal geschaut, immer noch das gleiche Trauerspiel bei Wish und AliExpress, alles voller Fakes. Und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, was ich so sage, aber meiner Meinung nach scheint es so, als würden Wish und AliExpress nur so tun, als würden sie die Fakes verhindern wollen und in Wahrheit aber doch gerne das Geld verdienen, was ihnen diese Betrugsmasche so in die Kassen bringt. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum die Plattformen damit durchkommen, ja, das haben wir uns auch gefragt und haben den Wirtschaftsanwalt Falk Lichtenstein gefragt, der in Peking ansässig ist und er sagt, offensichtlich gibt es noch nicht genug Verbraucher, die sich beschweren. Also über die Plattform. Und der dubiose, aber umsatzstarke Händler ist manchen Plattformbetreiber mehr wert als rechtstreue, unzufriedene Verkäufer. Das ganze Interview habe ich in der Beschreibung auch verlinkt. Zur Ehrenrettung von AliExpress würde ich gerne noch sagen, dass es dort auch wirklich gute Handyschnäppchen gibt, also nicht nur Fakes. Zum Beispiel das Redmi 10 habe ich dort für 155 Euro inklusive Versandkosten bestellen können. Das kostet in Deutschland 180 Euro und war auch erst Wochen später hier erhältlich. Von Wish würde ich allerdings generell abraten, wenn man Handys kaufen will. So. Und jetzt sammle ich noch ein paar Fake-Links bei Wish und AliExpress ein. Schließlich sagen die ja, freuen sich da voll drüber, wenn ich denen so falsche Angebote schicke. Dann kann ich denen doch jetzt gleich mal so eine ganze Excel-Tabelle schicken mit so ein paar 100 Einträgen oder 1000. Mal gucken, wie viel Bock ich habe. Tschüss!